Hi, hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge unseres Runs mit der Stillen. Es wird auf jeden Fall die letzte Folge sein. Wenn wir den Boss hier legen, dann haben wir alles, was Slay the Spire momentan bietet, geschafft mit der. Und ich glaube, dann schalten wir auch den letzten Charakter frei. Das wäre großartig. Ich habe einen Weg gefunden hier. So, der komplett ohne Miniboss auskommt. Vielleicht ist das das, was wir machen wollen. Ich denke aber... Lieber Kämpfe und Karten? Ich kann es echt nicht gut einschätzen. Wir gehen mal hier und dann da und dann können wir überlegen. Schauen wir mal, wie der erste Kampf wird. Okay, dich habe ich auch noch nie gesehen. Reptilomantin. Whatever. Oh, die macht irgendwas. Das will ich nicht wissen. Und was bist du? Untertan. Ah, okay. Aber der hat nur... Was ist das hier? Okay, das ist Untertan. Alles klar. Also 9 Schaden einfach nur. 17 Schaden, Entschuldigung. Schauen wir mal, was wir raushauen können. Leichenexplosion wäre gut. Das wären 17 Schaden für sie. Also Leichenexplosion 9 Gift. Dann brauchen wir noch 8 Schaden drauf. Zum Beispiel... Ne, das ist zu stark. Oh, ja, das geht. Also nochmal das. Und das. Dann stirbt er, explodiert und macht ihr Schaden. Das ist schön. Jetzt haben wir noch einen Mana übrig. Kniestoß ist halt toll. Oder Phantomkiller. Riskier's. Jetzt bin ich gespannt, was sie macht. Oh, sie holt sich einen neuen. Ah, ich verstehe. Machst du das jetzt beliebig häufig, oder? Oh Gott, haben wir viele Karten auf der Hand. Schaut euch das an. 24 Schaden wegen der Verdopplung. Wow. Jetzt müssen wir eigentlich richtig viel Schaden machen. So. Das wären 10 und 10. Krass. Ja, das reicht. Ja, ist das Schlauste. Ein Kniestoß auf dich. 24. Giftiger Dolch. Stich, Entschuldigung, auch auf jeden Fall. Oh, wir haben den Dolchfächer ignoriert. Ja, blöd. Das hätte noch viel mehr Schaden gemacht. Na gut. Schön. Gott, haben wir einen Damage Output inzwischen. Gutes Deck, muss ich sagen. Gutes Deck. Okay, neue Untertan, aber wenn wir jetzt die 41 Schaden... jetzt haut sie selber zu. Schaffen wir 41 Schaden? Das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Natürlich ist Gift. Nochmal 7 Gift dazu. Sonst 22 Schaden und 9. Das muss ich gut nachdenken. Also ich glaube, es ist schlauer, wenn wir den... 6 Block. Das war's, oder? 10 Block hier. Also die brauchen wir auf jeden Fall. So. Und so. Dann haben wir Sommer 16 weg. Dann machen wir mal die springende Flasche und gucken, was passiert. Und dann können wir uns das letzte immer noch überlegen. Okay, dann halt so. Das sind 9 Schaden. Plus Schlag, ja. Ja, schon. Oh, natürliches Gift. Lieber verschwimmen. Nee, wir machen es so. Du stirbst. Und wir kriegen Schaden, aber er hält sich in Grenzen. Okay, 36 noch. Sehr, sehr gut. Und die macht irgendwas komisch. Die holt sich einen neuen Dolch. Also Schlag. Schlag. Schrilles Heulen. Nee, stirb dann für 10. Und nochmal 10. Oh, ein Lebenspunkt fehlt. Guck dich das an. Okay. Gut. So krass, unsere runische Pyramide und die Karten, die wir jetzt auf der Hand haben, ist der Wahnsinn. Ist echt stark, muss ich sagen. Gifttrank. Oh, wir haben einen Trank zu viel. Nee. Wir lassen das mal. Nochmal ein Verschwimmen. Nicht schlecht. Großangriff. 10 Schaden auf alle Gegner vielleicht. Ja. Mhm. Oder Rückwärtssalto. 2 Karten ziehen. Ist jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig. Nehmen wir den Großangriff, auch wenn es keine Pluskarte ist.
Zufallsevent. Als du durch das Jenseits wanderst, entdeckst du einen leuchtenden Tesserakt, der sich sanft in der Luft dreht und verändert. Okay. Ein scharfer Schmerz durchfließt dich, nachdem du ihn berührt hast, gefolgt von lebhaften Blitzen und einer fernen Erinnerung. Wessen Erinnerungen sind das? Wähle eine farblose Karte für dein Deck. Wähle zwei farblose Karten für dein Deck und verliere 5 Trefferpunkte. Oder 3 farblose Karten und 10 Trefferpunkte. Ich nehme das mittlere. Gute Instinkte. 7 Block für 0. Okay. Dunkle Fesseln kennen wir schon. Tiefer Atemzug. Mische den Abwurfstapel in den Nachziehstapel. Nee. Und was Planung? Lege eine beliebige Anzahl Handkarten unter deinen Nachziehstapel. Sie kosten 0, bis du sie spielst. Interessant. Nee, ich nehme gute Instinkte. Oh, nein! Aber oh Mann. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich bin so gewöhnt, dass es nur eine Karte gibt. Tja, 5 Lebenspunkte umsonst in den Sand gesetzt. Okay. Händler? Ja. Machen wir. Hi. Dolchwurf kennen wir schon. Würgen. Füge 12 Schaden zu. Immer wenn du diese Karte... wenn du in diesem Zug eine Karte spielst, verliert das Ziel 3 Trefferpunkte. Auf 2 Mana. Schreis Heul nochmal. Ausmanövrieren nochmal. Beinarbeit nochmal. Finesse. 4 Block und eine Karte ziehen. Nee, gucken wir, was die Gegenstände so machen. Beendest du deinen Zug ohne Block, erhalte 6 Block. Nee, das ist unwahrscheinlich. Immer wenn du in einem einzigen Zug 3 Angriffe ausspielst, erhalte 4 Block. Nicht schlecht. Und immer wenn du eine Karte mit Kosten von X ausspielst, erhöhen sich ihre Effekte um 2. Fällt mir nichts so wirklich gut. Was nehmen wir raus? Tatsächlich haben wir lauter Pluskarten. Wir nehmen nichts raus, oder? Irgendwas, was schwach war, unserer Meinung nach. Nope. Ach komm jetzt. Irgendwas müssen wir kaufen. Nehmen wir Finesse, weil die ist wirklich stark, weil man zieht ja nochmal eine Karte nach. Und nochmal Beinarbeit vielleicht. Ja. Okay, weiter geht's. Oh ja, was? Ah ja, genau, der explodiert, ich erinnere mich. Wenn wir in den 3 Zügen nicht killen, dann wissen wir auch für uns. Macht 30 Schaden an alle. Ja, krass. Schauen wir, ob wir die Leichenexplosion hinbekommen. 2 Kniestöße, 12-12. Plus 9 Gift reicht doch schon, oder? Reicht schon, ja. Und wir haben Finesse. Also Kniestoß. So. Und noch ein Kniestoß. So. Und die Leichenexplosion. Wundervoll. 30 Schaden an die beide. Wow. Wir könnten Finesse spielen, aber es bringt irgendwie nichts, wenn wir noch eine Karte ziehen. Können das noch machen, weil es 0 kostet. Dann ist der auch gleich tot. Kaboom. Ja, Hammer. Großartig. Haben wir gerade schon geholt. Tückischer Schlag. 14 Schaden für 2. Wenn du diesem Zug eine Karte abgeworfen hast, erhalte 2 Mana. Okay. Ausweichrolle plus. Oh, ein Rückwärtssaldo plus. Haben wir noch nicht. Hier rum. Okay, der hat Stacheln, das heißt, wir kriegen Schaden, wenn wir ihn angreifen. Wir schalten erstmal die da vorne aus. Leichenexplosion wieder. Wir kriegen nur 7 Angriffe hier. Also dann machen wir die Leichenexplosion auf den. Unerwarteter Hieb. Machen wir noch einen Kniestoß dazu. Dann auf jeden Fall Abwehr. Dann kriegen wir nur 1 Schaden. Gilt Leichenexplosion nur in der nächsten Runde oder immer? Ich glaube immer. Oder? Nee, Leichenexplosion ist nur eine Runde lang. Schade. Gut. 3 Schadenspunkte. Wahnsinn. Okay. Doch, Leichenexplosion scheint sich noch zu halten. Na gut. Yep. Definitiv. Schön.
10 ist kein Problem. Messertanz sind... Messer machen nur 4 Schaden, gell? Ziemlich sicher. Und so. So, was machen wir gegen die 10 Angriff hier? Machen wir verschwimmen? Oder die 2 Ausweichrollen vielleicht? Ist schlauer, möglicherweise. Oh, ja. So, und dann noch den Messertanz. Gut. Gebrechlich, nicht gut, aber das kriegen wir ihn vielleicht schon in dieser Runde. Ja, wir müssen echt mal mehr Tränke uns reinfahren. Was haben wir denn noch an Angriffen? Giftigen Schlag und Schlag plus. Okay. So. 16 Lebenspunkte noch. Können wir irgendwas Cooles machen? Nope. Das bringt uns auch nichts. Irgendwas Sinnvolles. Mehr Karten auf die Hand. Fertigkeiten. Nee. Spielen wir Beinarbeit. Ja, sind schon 20 Schaden. Wir können Alchemisieren mal nehmen und eine von den anderen abwerfen. Oh, aber wir hätten ihn einfach benutzen müssen. Das war nix. 24, ja, ist doch drüber. Na gut. So, jetzt aber, oder? Durchwurf macht 13 Schaden. Ja, reicht. Egal, welche Karte ich abwerfe. Und Schlag hinterher. Klasse. Jetzt gibt es einen Feuertrank. Ich glaube, ich lege den hier mal ab. Wende 99 verwundbar an. Krass. Für 0. Okay. Füge pro Fertigkeit auf deine Hand 6 Schaden zu. Wow. Ist auch sehr stark mit so vielen Fertigkeiten. 20 Schaden und im nächsten Zug 2 Karten mehr ziehen. Oder an allen Gegnern 7 Gift und 2 schwach. Ich glaube, ich nehme die Wurfpfeile. Ich glaube, dass die fast zu gut sind für unseren Damage Output. Sehr. Wir können nur schlafen, ne? Ja, dann machen wir das. Sind wir auf jeden Fall wieder voll. So, trauen wir uns an Miniboss oder nicht? Wenn wir das machen sollten, müssen wir danach noch einen Riesenstapel Gegner erledigen. Oder wir gehen hier lang, kommen wieder zum Händler, der bringt uns nicht wirklich was. Nee, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Wir nehmen den vorsichtigeren Weg. Oh, der Schlund, okay. 300 Lebenspunkte, aber aktuell kein Angriff. Also springende Flasche auf jeden Fall. Kommt aufs Gleiche raus. Und so. Die runische Pyramide ist echt zu stark, Leute. Ohne Witz. Gebrechlich und schwach. Und jetzt ein 25er Angriff. So siehst du aus. Wir benutzen den. Und trinken Alchemisieren. Und Explosivtrank gleich hinterher. Klasse Sache. So, Abwehr können wir auf jeden Fall spielen. Was ist jetzt? Schrilles Heulen angebracht. Das sind nur noch 17 Schaden. Wir haben schon 4 Block. Aber wir hätten Beinarbeit zuerst spielen sollen. Dumm. Ist da ein Schwach dabei? Ja, was machen wir? Jetzt sind es nur noch 12. Und schon haben wir es ausgeglichen. Wunderbar. So. Okay, und der bufft wieder. Na gut. Zu wenig Angriffskarten auf der Hand, ehrlich. Okay, aber durch das Verschwimmen können wir auf jeden Fall gewährleisten, dass der Block nicht verloren geht. Klar. Stärke 3 jetzt. 16 Schaden kommen rein. Sollte kein Problem sein. Wir haben noch 19 Block. Wunderbar. Dann Kniestoß. Dann Schlag. Dann die Messer. Okay, ein Mana haben wir noch. Nee, leider nichts, was unsere extrem hohe Verteidigung hält. Kann das hier spielen und noch einen Kniestoß ziehen. Geil.
Okay. 2, 18, 16, kein Problem. Doch, ich bin ziemlich zufrieden, wie wir die Stille hier ausgebaut haben. Sowohl die Defensive als auch die Offensive klappen super. Hier sind die Wurfpfeile. Du hast 7 Fertigkeiten. 7 mal 7. Haha, beautiful. Kommt kein Angriff rein, also spielen wir mal den Rückwärtshalt und ziehen 2 Karten. Nicht wirklich das, was wir wollen. Wir brauchen mehr Angriffskarten auf jeden Fall. Wir spielen tödliches Gift, wir spielen giftiger Schlag. Wir haben noch 2 Mana übrig, wir spielen Phantomkiller. Bringt alles nix. Bringt alles nix. Achso, wir können sie ja behalten, das war jetzt wieder blöd. Aber wir haben genug Verteidigungskarten auf der Hand. 31, heieieiei. So. Also wir machen als erstes die Ausweichrolle plus und verteidigen sind wir bei 24. Dann machen wir die nächste Ausweichrolle noch hinterher. Oder? Ja. Dann stirb, macht 28 Schaden. Ist nochmal 17 durchs Gift. Okay. 4 mal 11 sind 44 Schaden. Leichenexplosion bringt uns hier nichts. Ich denke, schwach ist auf jeden Fall sinnvoll. Wunderbar, das ist schon deutlich weniger. So, wie viel Schaden kriegen wir denn zusammen? Wir haben 4 Mana, 13 und 11 sind 24. Ja, es reicht. Also. Es reicht. Das hier? Gut. Wow. Ich glaube, es wird knappen. Klappen. Ich glaube, ich nehme den Großangriff plus, einfach weil wir mehr Damage-Output brauchen. Laden wird uns nicht so viel bringen, aber vielleicht gibt es was Nettes. Nochmal ein Kniestoß, ja klar. Verdreifache das Gift auf einem Gegner. Krass. Alle Gegner, das kennen wir schon. Giftige Dämpfe kennen wir schon. Du gefäßt Bombe. Füge in 3 Zügen allen Gegnern am Zug eine 36 Schaden zu. Interessant, aber das können wir uns nicht leisten. Wir nehmen einfach einen Kniestoß. Rausnehmen können wir nichts mehr. Weiter. Oh, was ist das? Beim Aufheben erhalte 2 Trankslots. Perfekt. Pfiff. So, ich glaube, wir trauen uns jetzt den Miniboss, weil danach kommt 2 Fragezeichen, ein Gegner, ein Fragezeichen. Dann können wir schlafen und dann geht's an den Endboss. Yep. Was bist du denn? Riesenkopf. Langsam. Für jede Karte, die in diesem Zug ausgespielt wird, erhält Riesenkopf 10% mehr Schaden von Angriffen. Okay. Ich habe nur eine Fertigkeit auf der Hand, dann heben wir das definitiv auf. Wir nehmen Alchemisieren. Wir machen Schlag. Hier das Schwach. Haben wir gar keine defensiven Karten auf der Hand? Nee. Da bringt uns auch Geschicklichkeit nichts. Ich glaube, wir müssen die 9 Schaden nehmen. Okay. Das waren schon fast 50 Schaden jetzt. Oh ja, ich erinnere mich. Der zählt jetzt hoch und wenn er da noch lebt, dann macht er unfassbar viel Schaden. Wir haben jetzt 4 Fertigkeiten. Nö, da warten wir noch ein bisschen. Was machen wir gegen die 13 Angriff? Gut, Instinkt und Verteidigen reichen. Gut, dann machen wir die springende Flasche. 12 Gift jetzt, tödliches Gift hinterher und Schlag hinterher. Es wird nicht reichen, wenn er jetzt schon bei 3 ist. Okay, die Defensiven können wir alle aufheben. Jetzt spielen wir Großangriff. Oh nein, das war zufällig ablegen und ausgerechnet unerwarteter Hieb haben wir verloren. Okay.
So, jetzt könnten die Wurfpfeile gut sein. 8 Fertigkeiten, ja. Ziemlich gut. Machen wir's. Okay. Ja, vielleicht. Definitiv, Leichenexplosion bringt uns nichts. Machen wir mal den Rückwärtssalto. Kriegen wir Beinarbeit, ist auch okay. Irre viele Karten auf der Hand. Okay. Ja, seine Hand. Gibt es tatsächlich eine maximale Handkartenmenge? Ja, 30 Schaden jetzt. Heieiei. Also, wir benutzen ein Verteidigen. Wir benutzen ein Verschwimmen, um unser Block zu behalten. Und wir nehmen noch ein Verteidigen. Können wir Abwehr noch aufheben und haben noch einen Mana frei für Großangriff. So, jetzt wird gleich der fiese Angriff kommen. Ja. Yeah. Bin ich gespannt. 35 nur. Da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Mit deutlich mehr. Ich habe mit 60 oder so gerechnet. Okay. Das sollte gehen. Und schwach drauf, dann sind es nur noch 26. Dann schieben wir noch einen Abwehr hoch. Jetzt sind wir schon bei 21. Und ein kostenloses Abwehr plus hinterher, dann ist kein Problem. Ein Kniestoß. Sollen wir die Leichenexplosion einfach mal spielen, dass er weg ist? Nee, bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Nö. Na gut. Fängst du jetzt wieder an zu zählen, oder? Jetzt ist es Zeit. Ah ja, da ist er ja. 40. Puh. So, also wir nehmen Verteidigen. Schrilles Heulen wäre 8 Stärke weniger. Okay. Wir nehmen Ausweichrolle. Wir nehmen Ausweichen. Jetzt sind wir bei 30. Haben noch 2 Mana. Könnten wir Schrilles Heulen noch nehmen. Okay, dann wären es nur 2 Schaden. Das ist wunderbar. Und dann noch ein Dolchwurf, oder? 13 Schaden, ja. Ach so, abwerfen die Leichenexplosion, bitte. Ja. Kommt jetzt noch was Fieseres, oder? 45, oh je. Okay, jetzt müssen wir uns richtig, richtig beeilen. So, wir müssen die Runde auf jeden Fall noch irgendwie überleben. Sprich, alle defensiven Optionen müssen raus. Und wir haben gar nicht mehr so viele. Hier ist ein Schwach. Und auf 33, das ist gut. Überlebenskünstler, ja. Das werfen wir ab. Vielleicht ausmanövrieren. Das wären 3 Mana mehr im nächsten Zug. Und einen Dolchfächer ab. Okay, ich glaube, dann nehme ich tatsächlich ausmanövrieren, um in der nächsten Runde richtig übel loslegen zu können. Nochmal ein Kniestoß hinterher. 176 sieht ganz, ganz gut aus. 50. 37, schön. Jetzt haben wir sau viel Mana. Wir können, glaube ich, fast alles hier machen. Auf jeden Fall Schlag plus. Wir nehmen Dolchwurf. Auch wenn wir eine Karte abwerfen müssen. Moment kurz, das machen wir später. Er wird überleben, also brauchen wir Block. Also machen wir Verschwimmen. Stirb, stirb, stirb. Ist 14 Schaden. Wunderbar. Rückwärtshalte machen wir auch. Ziehen Karten, gucken, was wir noch kriegen. Huiuiui. 4 Mana haben wir noch. Den Kniestoß für mehr Mana in der nächsten Runde. Okay, 3 Karten können wir noch spielen. Dann werfen wir doch unerwarteter Hieb ab, weil das sind nur 8 und schwach ist das schon. Finesse nochmal 9 Block, gerne. 34, 3 Schaden nehme ich. Spiele ich lieber nochmal das hier. Und dann das hier. Okay, 59 noch. Wenn alles gut läuft, kriegen wir ihn in der nächsten Runde.
Wieso bist du noch hier? Hm. 4 mal 7, 28, ja. Großangriff 11. Und Schlag und Tschüss. Gigantisch. Beginne jeden Kampf mit 10 Block. Schick. Erhalte eine Karte. Soll löchern. Füge 5 mal 4 Schaden zu. Sind 20. Aber 2 Mana. Vorbereitet. Kann sehr stark sein. Dann nehmen wir halt mal zerlöchern. Wir wollten mehr Schadenskarten. Doch wieder Gegner. Diesmal mit 2. 18 Schaden. Haben wir irgendwas? Ja, hier. 15 Schaden an alle. Wundervoll. Schrilles Heulen brauchen wir dann, glaube ich, nicht. So, Messertanz ist dann gut. Und dann können wir ihn killen und ihn killen. Mehr Verteidigung brauchen wir dann naheliegenderweise nicht. 2 Mana haben wir noch. Dann wäre Großangriff wahrscheinlich schlauer gewesen. Aber es kommt aufs Gleiche raus. Okay. Sie holt sich einen neuen Dolch. Okay. Und greift an. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und nochmal 6. Haben wir normalen Schlag? Ja, hier. Wenig defensive Optionen. 17 immerhin. Natürliches Gift ist auch gut. Zerlöchern können wir uns nicht mehr leisten. Also wir nehmen mal den Energietrank, aber wir haben noch 2 Slots. Egal, ich mach's trotzdem, den haben wir schon ewig. Okay. Bisschen komm durch. Aber wir haben ja noch ein Schläfchen vor uns. So. Keine gute Hand für die Situation. Nehmen Verschwimmen und Ausweichrolle für die nächste Runde. So, wenn wir 30 Schaden machen können, lassen wir den Untertan. Kniestoß sind 12. 18, 20. Hopp, das war's. Also, wir nehmen den Schaden trotzdem auf dich. Und benutzen die Abwehr, die ja reich vorhanden ist, gegen den hier. Jetzt holt sie sich noch einen vielleicht. Das ist okay. Aber sie ist eh schon tot, beziehungsweise fast. Und die Untertanen verschwinden ja dann. Angriffskarten, komm schon. Kniestoß. Gut. Schrilles Heulen, nee. Schnitt plus 0 für 8 Schaden. Vielleicht würgen. Nehmen wir es mal auf die Hand. Hoffentlich jetzt kein Kampf, sondern Händler, okay. Oh. Hm, da können wir uns nichts leisten. Was rausnehme ich, tue Wurfpfeile rein. Ganz einfach. So, ein Kampf. Ein Fragezeichen. Dann schlafen und dann sind wir beim Boss. Hm, was bist du denn? Ein Schwundling. Oh, ich erinnere mich, den können wir gar nicht töten. Wir müssen uns nur irgendwie am Leben erhalten. Okay, können wir machen. Mit Verschwimmen, verteidigen. Irgendwas zum Karten ziehen? Nope, die Schadenskarten sind völlig sinnlos bei dem. Wir machen niemals so viel Schaden. Okay, kriegen wir halt 4. Wir können ihm Gift setzen, aber es ist auch wurscht. Andererseits sind sie dann im Weg und wir können nichts Neues ziehen. Stimmt! Oh ja, oh, das hätte ich fast vergessen hier. Wenn wir ihm Schaden machen, macht er wieder weniger Schaden. Verliert genauso viel Stärke, genauso bei Sphärenwechsel. Das macht ihn noch einfacher. Also entweder 40 Schaden machen oder 40 Verteidigung aufbauen oder eine Kombination aus beiden. 1A. Wir nehmen Schlag. Phantomkiller für die nächste Runde. So, sind noch bei 20, wir haben noch 16 Block. Dann machen wir das hier, dann hat er nur noch 7. Was müssen wir abwerfen? Tödliches Gift, weil es wirklich sinnlos ist. Okay.
50 jetzt. So, jetzt gleich am Anfang Würgen spielen. 26 Schaden. So, dann Kniestoß. Wow. Gut, mehr brauchen wir nicht tun. Autsch. 60 jetzt, noch zwei Runden. Haben wir genug Angriffe? Vielleicht. Sie werden mal 20. Das hier wären 14. Bleiben 21. Das hier wären 12. Bleiben 9 plus Block reicht. Alles klar. Dann müssen wir seine nächsten Angriffe noch überlegen, glaube ich. Und dann haben wir es. Oder stirbt er gleich? Ich weiß es nicht genau. Stirbt diesen Zug. Okay. Also macht er die 70 Schaden noch oder nicht? Er macht sie, glaube ich. Okay. Haben wir irgendwas mit schwach? Nee. Noch drei. Ziehe eine Karte, gerne. Gift, sinnlos. Großangriff, ja. Noch 14. Haben wir irgendwo noch Schaden, den wir rausholen können? Nope, aber genug Verteidigung. Und das war's. Sehr, sehr gut. Wirklich ein starkes Deck. 5 Stärke für eine Runde. Toll. Vollstrecker. Füge pro in diesem Zug gespielten Angriff 8 Schaden zu. Krähenfüße. Ich nehme den Vollstrecker. Weil wir manchmal eine Menge Angriffe spielen. Bitte keinen Kampf jetzt. Natürlich. Was hat der Stacheln? Der hat nix. Gut, wir haben der letzte schon mal kein Problem hier mit gehabt. Haben wir irgendwas für Gruppen? Ja, das Gift wäre nicht falsch. Die buffen alle. Also brauche ich nicht auf die Verteidigung achten. Dann nehmen wir doch mal die springende Flasche. Schade. 2 ins Artefakt gegangen, aber okay. Das sind 20 Schaden. Plus tödliches Gift vielleicht. Noch 9. Kniestoß hinterher. Ja, nicht genug Energie. Schade. Abwehr brauche ich nicht. Dann nächste Runde. Okay, der hat seine Stacheln gebufft. Keine Gruppenangriffskarte, so wie ich das sehe. Ist echt schwierig, die Übersicht zu behalten. Weil so viele Karten wir spielen, alchemisieren, das kriegen wir. Erhalte 1 immateriell. Reduziere jeglichen genommenen Schaden auf 1. Für eine Runde, ja? Nee, den heben wir auf. Das ist viel zu stark. Ärgert mich ein bisschen. Ist jetzt eine große Angriffskarte hier verbrauchen müssen. Aber ich denke, das ist sinnvoll. So, da müssen wir auf jeden Fall auf die Abwehr achten. Oh, wir hätten vorher Beinarbeit spielen sollen. Tun wir es jetzt. Plus Abwehr. Sind wir bei 14. Das reicht fast. Und ein Kniestoß. Und nochmal ein Kniestoß. Nehmen wir den Schaden. Autsch. Das ist eine gute Idee, war. So. Pro gespielten Angriff 9 Schaden. Gut zu wissen. Großangriff, ja. Noch 13. Schlag plus 10. Reicht leider nicht ganz. Noch tödliches Gift hinterher schieben. Ja, irgendwas brauchen wir. Vollstrecker will ich eigentlich auf ihn hier spielen. Da spielen wir tödliches Gift. Okay, heben wir die auf. Wir haben nur 2 Angriffe gespielt. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die aufheben. Mehr Verteidigung. Doch, wir brauchen auf jeden Fall mehr Verteidigung. Auf eine Karte ab, dann benommen bitte. Vollstrecker heben wir auf. Explosivtrank jetzt. Nee, keinen Sinn mehr. Wir heben das auf. Autsch.
Also mit schrillem Heulen würden wir nur noch 2 Schaden kriegen. Haben wir was Besseres? Ja, wir verschwimmen und gute Instinkte. Dann können wir den Kniestoß spielen und nicht den Vollstrecker. Wir warten, wir warten. Schade ums Mana, aber that's the way it is. Oh, wir hätten die anderen Blocks noch aufbauen können. Egal. 5 Block und eine Karte ziehen. Ja, haben wir mehr Optionen. 8 Block und 2 Karten ziehen. Ja, weil ich will mehr Angriffe. Hier ist ein unerwarteter Hieb. Ja. Oh ja. So, Würgen. Und Messertanz. Okay. Beautiful. Zwei Schaden nehme ich auch. Wir können ja gleich schlafen. So, jetzt kein... Ja, ich weiß, ich weiß. So. Wie viele Angriffe habe ich? Ich habe Schlag, ich habe Dolchfächer, ich habe Großangriff. Wir haben genug. Also stirb, stirb, stirb. Und Schlag. Und Großangriff reicht schon, ha? Spielen wir jetzt Vollstrecker, dass wir sie gespielt haben? Ja. Okay. Letzte Karte. Nehmen wir jetzt gut ausgeklügelt? Nee, das bringt ja gar nichts, weil wir haben das entsprechende Artefakt. 9 Schaden und 2 schwach. Ja. Egal welches Feuer. Wir schlafen. 68 Lebenspunkte. Jetzt wird's spannend. Mal gucken, ob es wieder dieser Time-Wächter, Zeitwächter oder was immer das war. Oh ne, das sind andere diesmal. Hä, ist das ein Donut? Laufender Donu, tatsächlich. Und DK. Tja, die kann ich sehr schlecht einschätzen, deswegen kein Plan. Wir kriegen 20 Schaden rein. Jetzt gleich am Anfang. Der Run ist danach vorbei. Alles reinfahren. 5 Geschicklichkeit jetzt. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht, aber Explosivtrank können wir sofort machen. Das heben wir auf. Wir brauchen 20 Block. Ja, 4 Fertigkeiten ist nicht so schlecht, aber ich glaube, wir heben es auf. Also wenn wir 8 Block. Wir können 2 schwach anwenden auf ihn, das ist sehr gut. Oh, negiert, stimmt. Ach, damit. Abwehr sind wir bei 24 Block, wunderbar. Ausmanövrieren für die nächste Runde, ja. Und Gift will ich auch, am liebsten jetzt sofort. Ach, funktioniert nicht, wegen Artefakt. Wir machen es trotzdem, damit er keine mehr hat. Bin echt gespannt. Echt gespannt auf die, was die noch so auspacken. Kreis der Macht. Stärke jeweils. Okay, ich sehe schon. 26 Schaden kommen rein. 2 Fertigkeiten sind nicht viel. Wir haben 7 Mana, wir spielen auf jeden Fall Beinarbeit. Wie viel Block kriegen wir hin? 7 plus wie viel haben wir? 2. Wir haben 9. Ja, vielleicht ist das eine gute Runde für den Flinkheitstrank. So. Dann bringt die hier nämlich schon 11 Block und die hier 12. So, wunderbar. Und wir können es auch noch behalten. 1A. Ich denke, wir konzentrieren unseren Angriff jetzt auf jeden Fall auf ihn. Tja, ich will die Wurfpfeile aber nicht abwerfen, aber es ist jetzt so. Okay. Hit me. Peanuts, dude. Peanuts. Okay. Stirb, stirb, stirb. Würgen. Wir haben eh nur offensive Karten auf der Hand, also. Wunderbar. 26 Schaden. Wir können nichts gegen die machen. Wir können die jetzt negieren, aber es ist noch zu früh. Und zu wenig Schaden. Okay. Puh.
Ich weiß nicht, ob es klappt. Haut uns benommen ins Deck. So. Keine Angriffe gespielt, aber Vollstrecker könnte böse sein in der Runde. Durchwurf. Ne, müssen wir abwerfen, nicht ziehen. Zweimal Kniestoß. Springende Flasche ist bestimmt auch nicht falsch. Das spielen wir erstmal. Gott, haben wir echt nichts Defensives. Für 32 Schadenspunkte, dann ist das vielleicht eine gute Runde dafür. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einen Steroidtrank. Ja. Haben wir 6 Stärke. Dann spielen wir einen Kniestoß. Schlag plus. Verstrecker kostet halt auch noch 1. Ist ein bisschen ärgerlich. So. Und jetzt Vollstrecker. So. Okay. Das sind 32 Schaden. Schlucken wir sie oder nehmen wir das hier? Nee, wir nehmen es nicht, weil wir sterben nicht. Wir sollten es eigentlich erst nehmen, wenn wir sterben. Ja. Damn. Aber es ist gut, dass wir den hier zuerst angegangen sind. So, Nummer 32 hier und ein Buff von hinten. Der macht stärker und der macht Verteidigung. Sehe ich das richtig? Ja, so sieht's aus. Leichenexplosion. Sobald der Gegner stirbt, fügt er allen Gegnern Schaden in Höhe seiner maximalen Trefferpunkte zu. Ja. Weil... Oh Mann, nur noch 18 Lebenspunkte. Aber wenn der stirbt, stirbt er auch. Quasi sofort. Ja. Wir spielen Verteidigen. Wir spielen gut Instinkt. Dann haben wir 23 Block. Kriegen 32 Schaden. Können wir nehmen. Jetzt konzentrieren wir nur noch auf den hier. Zerlöchern sind 20 Schaden. Durchfächer sind 10 Schaden. Durchwurf sind 13. Dann ist die Kombination hier am stärksten. Außer wir nehmen Phantomkiller dazu. Was sich vielleicht lohnen wird. Dann werfe ich das ab. Yep. Heben wir die auf. Wenn wir in der nächsten Runde negieren spielen. Nee. Noch 80. Jetzt müssen wir eine Menge Angriffskarten ziehen. Bitte. Bitte, 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 bitte. So. Füge 5x10 Schaden zu, nicht vergessen, dass es verdoppelt wird. Und wir haben fast keine Angriffskarten gezogen. Anyway. Wir spielen Zerlöchern. Yeah, noch 30. Haben wir ihn? Ich glaube, wir haben ihn. So, und wenn der explodiert, nimmt er den noch mit? Nein? Überleben wir den nächsten Angriff? Das sind fast 40 Schaden. Nein, tun wir definitiv nicht. Jetzt spielen wir mal Durchfächer. Nein, um Gottes Willen. Doch, Durchfächer. Kein Fehler machen, Benny. Verdammt nochmal. Und wenn er tot ist und er explodiert und es klappt, dann haben wir gewonnen. Wenn nicht, haben wir immer noch den Trank hier, um den Angriff auszugleichen. Auch wenn ich dann wirklich nicht glaube, dass es... Ja, geil! Okay, da war eine Menge gerade Glück dabei gerade. Wir haben nicht mal den Immateriell-Trank gebraucht. Richtig, richtig gut. Oh ja, das Herz, das kennen wir schon. Quell des Bösen. Zuckt ihre Dolche und... ...715 Schaden. Windet sich und blutet, doch es schlägt letztlich noch immer. Reichen deine Angriffe nicht aus. Sieht man irgendwie die Lebenspunkte von dem Ding? Nee. Ich weiß nicht, wie oft wir gewinnen müssen, dass es kaputt geht. ...1400 Schaden verursacht hast. Insgesamt wurde... 12 Milliarden 660 Millionen Schaden von all jenen verursacht, die es herausgefordert haben. Das Herz pulsiert lauter und lauter, während dein Bewusstsein schwindet. Okay. Ich denke, ja, im finalen Spiel wird da noch einiges weitergehen. Jetzt hoffe ich noch. Ja, das ist gut. Wir halten Freischaltungen und so weiter. Relikte freigeschaltet. Ich will den letzten Charakter, Mann. Und ich glaube, den kriege ich jetzt.
Ja? Yes! There he is! Jetzt bin ich mal gespannt. Da schauen wir noch kurz rein. Nein, wir wollen keinen Abspann sehen. Danke. Standard. Das Defekte. Hä? Okay. Ein Kampfautomaton, also ein Roboter, der selbst für seine Langte manipuliert Orbs mit Hilfe vorzeitlicher Technologie. Gesprungener Kern erschaffe zu Beginn jeden Kampfes ein Blitz. Seine Sonderfertigkeit. 75 Lebenspunkte. Tja, ich denke mal, wir müssen ziemlich bald neue Videos aufnehmen. Aber für jetzt reicht mir. Ich habe die letzten drei Videos im Stück jetzt aufgenommen. Es war eine lange Session. Wir haben gewonnen. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, bitte drückt auf den Gefällt mir Knopf. Wenn nicht, auf den Gefällt mir nicht Knopf. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Oder schaut mal auf meine Seite, was ich sonst noch so zu bieten habe. Und ja, bleibt mir erhalten. Macht's gut und ciao.